So, hau mal raus. Jawohl. Aber ah, schaut doch schon gut aus. Sehr geil. Nice. Jetzt ballern die da wieder los. Die Jungen sind die schnell unterwegs hier. Mal ganz kurz. 200. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackies am Start und willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei heute der Mattis auf der Nieken, die bin ich ja letztes Mal gefahren. Und ich bin auf der GSXR, und zwar auf der richtig geilen Hashtag Ride True folierten von Sena. Die haben die uns heute zur Verfügung gestellt und gesagt, ey, nehmt die mal mit. Können wir ein paar geile Fotos machen, können wir ein bisschen auch Supersportler fahren. Weil die restlichen Supersportler sind halt alle an der Rennstrecke, ne? Guck mal, wie die alle, das ist der Wahnsinn, wie die alle dir hinterher gucken. Wie die gucken, ne? Ja, weil die denken, was ist das für ein Raumschiff? Was ist das? So, das hat man halt auch noch nie gesehen, ne? Die gucken da rauf und denken, hä? Das Ding hat einfach zwei Räder vorne. Oh ja, ist ja ein schöner Start vom Vlog. Wo fahren wir denn jetzt hin? Wir machen Bilder, glaube ich, oder? Puh, stell dir mal vor, du kommst hier ein bisschen mit deinem einen Rad ein bisschen weiter raus. Und mit deinem einen Rad? Oh, schau mal, das ist ein Taucher. Ah ja, krass. Jetzt sind wir mitten am Meer. Das ist natürlich auch die Umgebung für eine Supersportler hier. Ein bisschen Sand und so weiter. Also ich weiß nicht so richtig, was jetzt passiert. Ich weiß gar nicht, essen wir jetzt oder? Er meinte irgendwas, wir trinken irgendwo hier einen Kaffee. Vielleicht trinken wir einen Kaffee, dann machen wir jetzt erstmal eine Pause und der Vlog war ja richtig lang. Machen den Vlog danach weiter. Bis gleich. Bis gleich. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Gehbehinderter da mit so einem Motorrad mit zwei Rädern vorne dran. Krank. So, schau an, der kann doch nicht richtig Motorrad fahren, der hat Stützräder. Stimmt, so Stützrädermodus, das ist natürlich wahr. Wir haben jetzt unsere Pause hier gemacht, in einem kleinen Dorf an einem Steg, war richtig geil. Weißt du, was ich richtig geil finde, so in so Südländern? Junge, was? Krank. Eskalation. Dein Ding geht halt so quer hinten und vorne verlierst du null Stabilität. Ne? Durch die zwei Räder, das ist quasi wie Driften, du kannst einfach... Du könntest mit dem Hinterrad durch eine Kurve driften, glaube ich. Das wäre echt mal interessant, ob sowas wirklich gehen würde. Ich weiß es nicht. Weil die kann ja auch umfallen. Haben jetzt auch, also wir haben es noch nicht festgestellt richtig, aber... Das stimmt, aber wenn du jetzt theoretisch nach rechts, links, längst in der Linkskurve und dass der Hinterreifen durchdreht, dann könntest du auch driften, oder? Auf jeden Fall. Weil das Vorderrad schiebt ja, also die Vorderräder. Die haben ja eine gewisse Grundstabilität. Egal, ich wollte jetzt sagen, so in... Südländern ist es einfach so geil, dass es so zum Mittagessen immer so Kaffee gibt und dann halt so Käseplatten und Salami und Schinken und so. Ich feiere das. Das hat so gut geschmeckt, ne? So einfach richtig ein geil. Häppchen zwischendurch. Ja, und das ist halt auch nicht schwer im Magen und jetzt kann man weiter seine Touren fahren. Also für einen Biker ist es echt hier Traum. Das stimmt. Ne? Jetzt guck dir das doch mal an hier, das Panorama. Es ist einfach der Wahnsinn. Richtig geil. Es wird auch irgendwie immer besser, kommt mir so vor. Wir fahren immer weiter und es wird immer schöner und immer noch impulsanter. Impulsanter, gibt's das? Imposanter. Impulsanter. Mal wieder eine Wortneuschöpfung. Impulsant. Ja, also ich finde das auch richtig geil. Ich finde das Lustigste, wie dieses Bike, also die Nieken jetzt, aussieht von hinten. Es sieht so weird aus. Ja, man meint eigentlich, du fährst einen Roller eher, oder nicht? Ja, so ein bisschen. Aber auch vorne, also du siehst halt, von meiner Sicht aus sieht man die zwei Räder vorne. Das ist echt weird. Und das ist halt mega breit auch, ne? Das sieht Hammer aus. Schon, es ist schon ziemlich globig hier vorne. Ja, also richtig total, so, ne? Boah. Mach noch mal, geh noch mal so von links nach rechts. Das ist so witzig. Boah, wie das arbeitet! Krank! Guck mal von der Seite, ey! Boah! Warte mal, überhol den mal. Versuch doch mal mit den... Warte, mit dem Auto, dann gehe ich auf die Gegenfahrbahn und dann mach doch mal einen Wheelie. Im zweiten kann ich, glaube ich, keinen. Also ich schaff's nicht. Im ersten geht schon. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen langsamer fahren. Sonst fahren wir ein bisschen langsamer jetzt an der Stelle. Ja, warte kurz.
aussieht! Was? Das ist ja abgefahren! Krank! Boah, das sieht richtig heftig aus, wirklich! Ja, warte mal, wir brauchen mal eine kleine Stelle, es war halt so schnell, schnell! Ja. Musste gleich wieder runterholen. Ich darf nicht den Anschluss verlieren. Oh, ja. Boah, wie die Suzuki hier auch schreit. Ja, die hört sich gut an mit dem SC, gell? Ja, gefällt mir auch richtig gut. Boah, das sieht Hammer aus! Boah, wir sind so richtig im Begrenzer gekommen, ja, ne? Die dreht das halt einfach gar das, nichts nach vorne. Ja, raus. Und das Drehzahlband ist so schnell vorbei. Ja. Aber ja, du bringst sie auf jeden Fall vorne hoch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so leicht geht. Ich finde, das ist bei der leichter als bei der GSX-S 750. Na, das finde ich, ja, du musst halt anders hochholen. Bei der 750 musst du halt richtig hochdrehen, was ja, genau. Total ungewohnt ist, wenn du immer nur 1000er fährst. Krass, echt. Was ein witziges Teil. Ich find's so geil, dass wir das hier mit haben und auch mal ausprobieren konnten. Ja, weil es einmal wieder komplett was Neues ist, gell? Irgendwie ist eine komplett neue Erfahrung. Irgendwie zwei Räder, ja. Ein Motorrad, so. Also es ist echt krass, wie auch, wie man das sieht, wie halt die Federbeine arbeiten. Und du hast an jeder Seite außen zwei. Und wie das alles so aussieht, ist echt krass. David da vorne dreht komplett am Rad. David, der fühlt sich auf jeden Fall wohl aus seiner G6S 1000. Boah, die hört sich echt gut an. Und die Airport hat Straßenzulassung? Ja. Ich hatte ja die gleiche, die hört sich auch so an. Ich habe ja auch ein SC Project. Ich war schon damit in der Verkehrskontrolle. Echt? Boah, was? Also 100%ig sicher fühlt man sich jetzt immer noch. Nee, ne? Überhaupt nicht. Man weiß gar nicht, wie weit man in die Schräglage gehen kann. Du weißt jetzt nicht, wie weit du gehen kannst. Ey, wie die da vorne schon wieder angasen, das ist doch der Wahnsinn. Ja, wir müssen auf die Rennstrecke, weil gleich geht's wieder auf die Renne. Ja, Mann, wir fahren jetzt auf dem Weg zur Rennstrecke mit Bikes. Wir haben ja Kombi alles an. So geil. Und dann gehen wir da mal wieder richtig Gas. Also es ist einfach echt ein Traum. Diese Reise ist echt sowas Besonderes, oder? Du warst ja letztes Jahr schon hier beim Almeria Press Event. Ich war letztes Jahr schon dabei, genau. Und das war schon, ey, das ist mit einer der geilsten Events, weil einfach die Zeit so passt. Es ist in Deutschland mega kalt gerade, von daher, ja, du erlebst so viel, es sind so viele tolle Leute da. Ja, das finde ich echt auch cool. Die meisten sind halt so cool, ne? Und von außen kriegt man das meistens gar nicht mit. Da denkst du irgendwie so, okay, das ist halt irgendwie so Suzuki, die Chefs und genau. von Helmherstellern und von Speedy und so. Und wenn man die mal kennenlernt, merkt man so, ey, das sind alles Biker, die haben alle die gleiche Leidenschaft. Man kann immer irgendwie über was reden und die meisten sind halt echt locker und cool drauf, ne? Auf jeden Fall, ja, das finde ich auch. Und dann, wenn man mal persönlich mit denen quatscht, das ist irgendwie echt halt nochmal eine ganz andere Nummer als irgendwie nur so E-Mail-Verkehr oder so. Total. Das ist dann echt immer ziemlich geil, wenn du abends dann mit denen dann noch ein Bierchen trinkst. Ist echt witzig. Und hier der David. Hast du die auch am Kippung spielen eigentlich, die Susi? Nee. Ich glaube nicht. Weil die so, vor allem im Power-Modus A. Also ich würde die mal in Power-Modus B schalten, dann. Genau. Weil sonst ist sie so aggressiv am Gas, ne? Ja. Wie schalte ich den dann nochmal um? Du musst lange auf Sell-Button drauf drücken oder Set oder was da steht. Und dann mit dem geschlossenen Gashahn oben oder runter drücken. Weil wenn du lang drauf bleibst, dann kannst du den Fahrmodi wählen. Ja, ich hab's, glaube ich. Ja. Das B ist viel ruhiger, viel angenehmer. Ja, weil die Gasannahme einfach nicht so ruppig ist, ne? Ja. Und das ist super wichtig. Krass. Als David die bei so 20 km/h in Hamburg, als ich die hatte, am Kipppunkt den A gewheelt hat, da meinte er auch, Digga, das geht kaum. Und wenn er das sagt mit seinen Künsten, sag ich mal, seinem Gefühl, dann bedeutet das schon was. Dann hat er auf B gemacht und dann ging das direkt super. Viel besser, ne? Ich versuch das jetzt gleich mal, da vorne ist gerade. Ey, es fühlt sich so weird an, aber es geht echt. So, hau mal raus. Jawohl. Ah, schaut doch schon gut aus. Sehr geil.
und im zweiten gibt man Gas, die springen direkt wieder hoch. Das ist echt der Hammer. Also das ist echt eine Leistung. Ich bin einfach im B-Modus und die geht so komplett ab. Also ich finde auch die Susi von der gefühlten Leistung her ist die wirklich absolut schon gut nach vorne. Total, so eine Leistungsentfaltung. Das ist echt der Wahnsinn. Deswegen fahre ich die auch so gerne auf der Renne, ne? Das ist ein richtig, richtig geiles Teil. Das macht einfach Spaß bei so einem Wetter hier. Das ist echt der geil. Auspuff. Und vor allem jetzt können wir einfach mal schön wieder auf die Rennstrecke gehen. Ja. Gerade auch so ein bisschen heute Vormittag, so ein bisschen Landstraße, dann Rennstrecke. Bestes Leben, würde ich sagen. Und das Wetter passt. Absolut. Also ich bin echt, ich komme selber aus dem Grinsen immer gar nicht raus. David freut sich auch schon richtig. Für David war es ja vorgestern das erste Mal Rennstrecke. Der hat sich so gut geschlagen. Oh, Vorsicht, da kommt ein Auto, ne? Ja. Und... Für sowas ist das Sehen so gut einfach, ne? So ja. Krass. So, man hat immer mehrere Blickwinkel. Auch so, oh, da kommt Gegenverkehr, oh, hier in der Kurve ist Rollsplit und so weiter. Genau, ne? Liegt das auf der Straße. Also gerade mal, halt also ich finde es halt so schade, wir nehmen halt auf, wir brauchen das 10C, ne? Aber gerade wenn wir jetzt alle zu 6, wie wir jetzt sind, das 30K hätten, so wie wir das ja in Portugal hatten, dann kann man so geil miteinander reden und kommunizieren, ne, als Gruppe. Ja, ja. Echt erstaunlich, ja, geil. Aber wobei man sagen muss, dass irgendwie so ab 5, ab 6 Leuten ist es schon, da wird es dann schon grenzwertig. Da können jetzt nicht nur Leute drin sein, die wirklich viel quatschen, weil sonst ist das ein einziges Durcheinander. Ja, hast du recht, aber wir hatten das ja in Portugal auch und da hat es ja auch funktioniert, weil es gibt ja immer Leute, die eher ein bisschen leiser sind. Die dann eher so ein bisschen sich zurückgehalten haben, weil sonst wäre es echt eh stressig gewesen. Beziehungsweise, du musst dir das ja vorstellen, wie so ein Tisch, an dem wir sitzen und essen. Es kann halt nicht zwei Gespräche stattfinden, so, sondern immer nur eins, aber dann müssen halt die anderen zuhören und das funktioniert ja im Normalfall auch. Jetzt ballern die da wieder los. Die Junge sind die schnell unterwegs hier. Mal ganz kurz. 200. Das stand natürlich nur auf dem Tacho, aber war es jetzt nicht. Der Tacho geht falsch. Ja, total. Das kann nicht richtig sein. Du stimmst dich gleich schon ein auf die Rennstrecke. Ja, ich habe richtig Bock hier. Aber nee, hier kann man ja weit sehen, hier ist ja wenig Verkehr, offene Straßen. Man kann den Kurvenausgang sehen, da kann man auch mal ein bisschen heizen. Aber das würde ich jetzt keinem empfehlen, ne? Auf der Rennstrecke geben wir dann Gas, hier chillen wir halt eigentlich. Vom Kniesteifen bist du jetzt auch noch weit vor dem Kurvenausgang. Total. Ne? Also, irgendwie denkt man doch auch gar nicht dran so. Nee, ich versuche es ja auch gar nicht in die Richtung zu schieben. Also ich habe fast schon Probleme auf der Straße Knie zu schleifen. Das ist voll witzig. Ich meine, ich schleife Ellbogen ganze Kurve durch auf der Rennstrecke und auf der Straße hier, da komme ich gar nicht so weit runter, weißt du? Ich will immer diesen Sicherheitsstandard so. Wenn ich jetzt hier bin und die Kurve zieht sich zusammen, dann will ich nochmal so, wow, da kann ich enger fahren, weißt du? Das ist so wichtig, weil hier gibt es keine Auslaufzone. Ja eben, am Grunde musst du ja, ist ja nicht notwendig, auf der Straße Knie zu schleifen, hat er ja nur was mit Spaß und ja, schaut gut aus irgendwie. Ja. Macht sich ja nicht schneller. Nee, das stimmt. Boah, geil. Ich finde es so witzig, jetzt David hinterher zu fahren und ich sehe, wie er da rumgestikuliert. Guck mal. Sieht so geil aus. Worüber redet er wohl gerade? Boah, ist das geil, es macht so Spaß. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zur Rennstrecke, das soll es mit dem Vlog gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier aus dem sonnigen Spanien auf der Gixa. Echt richtig, richtig geil. Na, du bist ja schon wieder. Ja, moin. Ja, moin. Der Mattis. Servus. Und ja, Servus. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Guckt natürlich bei Mattis mal vorbei, der hat von dem Event auch Videos gemacht. Ich freue mich schon auf das Rennstreckenvideo, das werde ich mir natürlich geben, was du da wieder Schönes raus zauberst. Und ja, sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, okay. Peace und haut rein in den Landratten. Pa, pa, pa.